Es ist mal wieder soweit, das Jahr ist zu Ende und es ist höchste Zeit für die 10 besten PS4-Spiele 2018. War ein wirklich fettes Jahr für die PlayStation 4, vielleicht sogar eines der besten angesichts der massiv vorhandenen Spielehits und hoffentlich auch nicht das letzte Jahr. Hier eine Auswahl zu treffen ist mal wieder echt schwer, deshalb haben es viele geile Titel leider nicht in die Top 10 geschafft. Ein dickes Sorry deshalb an Monster Hunter World, Kingdom Come Deliverance, Battlefield 5, Just Cause 4, Ni No Kuni 2, A Way Out, FIFA 19 und natürlich an den Landwirtschaftssimulator. Ihr seid leider nämlich nicht dabei. Doch jetzt geht es los mit Platz 10. Yakuza 6, The Song of Life. Teil 6 schließt die Saga rund um den altbekannten Unterwelthelden Kazuma Kiryu ab und bietet einen schönen Abschluss. Wie gewohnt verstrickt sich der Ex-Yakuza wieder in die Machenschaften der japanischen Unterwelt, obwohl er eigentlich nur seine Ruhe haben will. Auch diesmal dreht sich alles um das Rotlichtviertel Kamurocho in Tokio. Zu Fuß streift ihr durch die Gassen und geht der Hauptstory nach. Es gibt zahlreiche absurde Nebenmissionen, viele Nebentätigkeiten und viel Unnützes. Beispielsweise könnt ihr in zahlreichen Lokalen etwas essen oder in der Sega-Spielhalle alte Games zocken. Auf euren Wegen begegnet ihr ständig prügelwütigen Gegnern, die euch in Massenkämpfe verwickeln. Daneben gründet ihr mit dem Clan-Creator eure eigene Bande und vollführt taktische Straßenschlachten. Erstmals besucht ihr in Yakuza 6 das malerische Fischerdörfchen Onomichi, das einen schönen Kontrast zum hektischen Stadtleben bietet. Wer übrigens neu einsteigen will in die Serie, dem sei Yakuza Zero empfohlen, denn dieser Teil spielt vor allen anderen. Platz 9. Far Cry 5. Diesmal geht es nicht in den Dschungel, sondern ins amerikanische Hinterland. Im fiktiven Hope County bekämpft ihr eine fanatische Sekte und deren schwer bewaffnete Anhänger. Die Open-World-Action baut auf alte Serienstärken, ergo könnt ihr die Landstriche frei erkunden, Feindbasen erobern oder einfach nur jagen gehen. In allerlei Missionen freundet ihr euch mit Rebellen an, um einzelne Gebiete zu sichern. Entweder zu Fuß, mit Vehikeln oder sogar mit dem Flugzeug. Dennoch kämpft ihr als Ein-Mann-Armee, entweder schleichend oder schießwürdig. Und dabei erwartet euch altbewährte Baller-Action mit kleinen und großen Wummen. Außerdem helfen euch Begleiter wie ein Hund, eine Scharfschützin oder ein befreundeter Pilot und dessen bombige Abwürfe. Die Karte ist groß, es gibt viel zu tun und zu entdecken. Allerdings fehlt es auch an Innovationen. Wer frühere Far Cry-Teile kennt, findet sich auch hier schnell zurecht. Charaktere und Story wirken abgedroschen, aber vor allem Bösewicht und Sektenanführer Joseph Seed erweist sich als würdiger Kontrahent. Platz 8. F1 2018. 2018 war kein besonderes Jahr für Rennspiele auf der PS4, denn viele Racing Sims wie Gran Turismo Sport erschienen bereits 2017. Auch das beste Rennspiel des Jahres kam nicht für PS4. Das hervorragende Forza Horizon 4 war ein Exklusivtitel für die Xbox One. Und nicht zuletzt blieb The Crew 2 hinter den Erwartungen zurück. Doch Codemasters lieferte auch dieses Jahr wieder das aktuelle Spiel zur Formel 1. Und das ist für jeden Liebhaber der Königsklasse ein Pflichttitel. Schließlich ist alles drin. Alle Saisondaten, alle Rennstrecken, alle Fahrer, alle Teams. So dürfen sich Einsteiger wie Profis an die große Rennkarriere wagen. Denn F1 2018 bietet zahlreiche Schwierigkeitsstufen und Fahrhilfen, um das Fahrerlebnis anzupassen. Für mehr Atmosphäre sorgen außerdem Interviews, die ihr Reportern gebt. Auch nett, dass man in historischen F1-Rennwagen rasen darf. Kurzum ist zwar F1 2018 nicht der große Sprung zum Vorgänger, außerdem gibt es immer noch nervige Bugs, dennoch ist es der beste Serienteil. Platz 7. Shadow of the Tomb Raider. Lara Croft ist wieder zurück und führt uns im neuesten Teil nach Südamerika. Das Abenteuer hält sich spielerisch strikt an den Vorgänger Rise of the Tomb Raider. Ihr erkundet Dschungelgebiete und Dörfer und findet Grabstätten sowie antike Orte. Überall lauern Gegner der Trinity-Vereinigung, die ihr meist schleichend und lautlos ausschaltet. Lara kann es dank viel Feuerkraft, zielsicherem Bogen und Deckung aber auch mit größeren Banden aufnehmen. Vor allem begeistern im Spiel die stimmigen Umgebungen, die Urlaubsfeeling aufkommen lassen. Im felsigen Hinterland ist einiges an Geschick gefragt, wenn ihr an Steilwänden herumklettert und mittels Seil euch zu anderen Klippen schwingt. Außerdem erwarten euch an archäologischen Stätten schön gemachte Mechanik-Puzzles, dank der gelungenen Kombination aus Kampf-Puzzle und Erkundung ein spielenswertes Abenteuer. Platz 6. Call of Duty Black Ops 4.
der vielleicht beste Online-Shooter dieses Jahr ist Black Ops 4. Doch vorab kamen einige Zweifel darüber auf. Denn Entwickler Treyarch hat zum ersten Mal in der Call of Duty-Geschichte auf eine Kampagne verzichtet. Es gibt keine Rahmenhandlung, aber das macht nichts. Denn Black Ops 4 bietet einfach ansonsten alles, was man sich für Mehrspieler-Duelle wünschen kann. Zum ersten den üblichen Mehrspieler-Modus mit 12 Spielern. Im Deathmatch oder Objective-Modi erobert ihr die Map für euer Team. Taktischer wird es diesmal dank 10 Spezialisten, die in der Action bestimmte Teamaufgaben übernehmen können. Zum Zweiten bietet Black Ops 4 natürlich wieder den Zombie-Modus. Der ist diesmal zwar umstritten bei alten Fans, dennoch bieten gleich 3 Maps massig Action gegen Untote. Allein oder im Viererteam werdet ihr euch wellenweise gegen Zombies, öffnet neue Bereiche, schaltet Waffen und Ausrüstung frei. Und zum Dritten kommt mit Blackout ein fantastisch spielbarer Battle Royale-Modus erstmals in die Call of Duty-Reihe. Auf einer riesigen Map bekriegen sich 100 Spieler, bis zuletzt nur einer übrig bleibt. Platz 5. Detroit Become Human. Wie wäre es mit einem kinoreif präsentierten Sci-Fi-Abenteuer zum Mitspielen? Vom Macher von Heavy Rain und Beyond Two Souls? Dann ist Detroit Become Human genau euer Ding. In diesem Zukunftsszenario sind Androiden allgegenwärtig und werden fast als Menschen angesehen. Aber nur fast. Das Besondere dabei, oft entscheidet ihr, wie die Geschichte weitergeht. Ihr schlüpft in die Rolle von 3 Androiden, die kapitelweise ihre eigenen Geschichten erleben. Die Besonderheiten im Spiel, oft erlebt ihr Erzählungen aus 2 Perspektiven, beispielsweise als Flüchtiger oder danach als Verfolger. Außerdem wird die Geschichte mit viel Gefühl erzählt. Ihr fiebert immer mit den 3 Hauptdarstellern mit und fragt euch ständig, welche Entscheidung wohl die richtige ist. Es gibt zahlreiche Enden, von deprimierend bis Happy End. Detroit motiviert deshalb auch zum mehrmaligen Durchspielen, denn es lohnt sich. Platz 4. Spider-Man. Der sympathische Superheld von nebenan ist wieder zurück. Als Spider-Man erlebt ihr in der Stadtkulisse von New York zahlreiche Abenteuer und macht Jagd auf Schurken. Natürlich dürft ihr dabei zwischen Wolkenkratzern herumschwingen. Natürlich vollführt ihr waghalsige Manöver und erklimmt höchste Plattformen. Natürlich dürft ihr auf akrobatische Weise Feinde verprügeln und einspinnen. Natürlich sind die üblichen Bösewichte wie Kingpin und Doc Ock wieder mit dabei. Die Kämpfe ähneln der Batman-Reihe, sind aber weitaus dynamischer und schneller. Attacken und Kombos lassen sich kinoreif ausführen. Ebenso nutzt ihr die Umgebung und schleudert Gegenstände auf Gegner und lasst Baugerüste auf sie stürzen. Die Open World bringt auch Schleicheinsätze sowie gelegentliche Missionen mit MJ. Daneben ist Spidey dank seiner gewohnten Alltagsprobleme und dummer Sprüche einfach ein sympathischer Kerl. Kommen wir nun zur Top 3 und damit den 3 Spielen, die allesamt den Titel Spiel des Jahres verdient hätten. Deshalb ist die Reihenfolge der letzten 3 Plätze absolut subjektiv und nur meine persönliche Meinung. Platz 3. Assassin's Creed Odyssey. Von Ägypten nach Griechenland. Gerade mal ein Jahr nach Assassin's Creed Origins kommt schon der Nachfolger, der auf dieselbe Stärke der Serie baut. Eine riesige Open World, zahlreiche Feindfestungen, massig Nebenaufträge und viel Schleichmissionen. Diesmal habt ihr die Wahl zwischen männlichem oder weiblichem Helden, um das alte Griechenland aufzumischen. Als Söldner verdingt ihr euch für Sparta oder Athen und bestreitet planlose Massenschlachten. Weit mehr dagegen gefallen die Schiffsschlachten, denn euer Schiff lässt sich mit passenden Ressourcen aufrüsten und zum Schrecken der Meere machen. Daneben erweitert ihr eure Schleich- und Tötungskünste bei Stealth-Einsätzen. Nicht zuletzt entdeckt ihr die große Tierwelt, zahlreiche versteckte Grabstätten und so weiter. Eines der wenigen Mankos am Spiel, das Gameplay wiederholt sich nach vielen Stunden und wirkt Ubisoft-typisch. Platz 2. God of War. Kratos ist zurück. Der immer mies gelaunte Held der Antike legt auf der PS4 seinen sicherlich besten Auftritt hin. Nachdem der Olymp besiegt ist, betritt Kratos diesmal die nordische Mythologie und trifft dabei auf bekannte Figuren und Götter. Der Flow ist dabei perfekt, denn das Spiel wechselt gekonnt zwischen Erforschen, Rätseln und Kämpfen. Immer wieder tauchen Gegnerscharen auf, die ihr diesmal mit eurer Axt erledigt. Selbige lässt sich auch werfen und in Puzzles einsetzen. Die Open World erweist sich als überschaubar, ist jedoch episch angelegt und niemals langweilig. Ständig öffnen sich neue Wege, wenn ihr Fähigkeiten freischaltet. Grafisch und technisch ist God of War ein Meisterwerk, das ohne Ladezeiten auskommt. Und obendrein? Es gibt keinen einzigen Schnitt. Das Spiel besteht aus einer einzigen langen Szene, auch Longshot genannt. Nach seinen früheren Solo-Abenteuern erhält Kratos erstmals Hilfe von seinem Sohnemann Atreus. Dieser hilft dank Pfeil und Bogen in den Kämpfen aus. Und er kann etwas, was sein Vater nicht kann, nämlich lesen.
Bevor wir zu Platz 1 kommen, gibt es noch zwei Sonderpreise, nämlich Bestes VR-Spiel Astrobot Rescue Mission. 2018 war für PlayStation VR ein gutes Jahr, denn es kamen Hits wie Moss, The Persistence, Tetris Effect oder auch dieses sehr gewitzte Jump'n'Run für Virtual Reality. Ihr geleitet den kleinen Roboter Astro durch allerlei Levels, die voller Ideen stecken. In VR verwandelt sich der DualShock-Controller in verschiedene Werkzeuge, um dem Robot zu helfen. Selten wurde VR so innovativ eingebunden. Immer wieder verblüfft euch das Spiel mit seinen Einfällen und Gags und nicht selten erinnert es auch immer wieder an Super Mario. Kurzum, ein Pflichttitel für PlayStation VR. Bestes Revival: No Man's Sky. No Man's Sky war für mich die Enttäuschung des Jahres 2016. Doch diese Meinung muss ich wirklich revidieren. Entwickler Halo Games hat 2 Jahre lang neue Updates nachgeschoben, bis aus dem Spiel ein rundum gelungenes Werk wurde. Ihr erforscht nicht nur den fast unendlichen Kosmos, sondern könnt dank der vielen Updates auch eine eigene Raumbasis bauen, einen Frachter befehligen, Fahrzeuge nutzen, euch online mit anderen Spielern treffen und auch eine komplett neue Kampagne erleben. Also gebt dem Spiel vielleicht noch eine zweite Chance, denn die Updates sind kostenlos. Platz 1: Red Dead Redemption 2. Puh, mit diesem Platz 1 habe ich mich echt schwer getan. Nicht nur, weil die Konkurrenz krass gut ist, sondern weil ich auch riesig gehypt war auf das Spiel, es jedoch vieles nicht perfekt macht. Da wären zum Beispiel die zähen Missionen, die viel zu träge Steuerung, die unnötig verschachtelten Menüs, der recht emotionslose Hauptdarsteller, den nur wenig erschüttern kann. Aber dennoch stimmt alles andere. Vor allen Dingen die Open World gehört zum Besten, was man je gesehen hat. Die weitläufigen Umgebungen dürsten danach, erkundet zu werden und stecken voller netter Geheimnisse und Zufallsbegegnungen. Grafisch bewegt sich das Abenteuer auf höchstem Niveau, bietet besten Detailgrad und ein irre realistisches Wettersystem. Diesmal seid ihr aber kein Einzelgänger, sondern Teil einer Gang. Zum einen stehen euch Kameraden bei Hauptmissionen zur Seite, zum anderen kümmert ihr euch um das Wohlergehen der Bande mit Vorräten und Geldmitteln. Kurzum erlebt ihr ein episches Western-Abenteuer, das teils etwas zäh ausfällt, aber dennoch mit einer fetten, offenen Welt fesselt. Doch, was haltet ihr davon? Ist die Top 10 gerechtfertigt? Sind eure Favoriten mit dabei oder fehlt etwas? Schreibt es einfach in die Kommentare und schreibt vielleicht auch, welche 3 Titel eure Lieblingsspiele des Jahres 2018 sind. In diesem Sinne, viel Spaß noch beim Spielen und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und einen Daumen nach oben dazulassen.